Also wenn ich an meine Großmutter denke, dann gibt es keine Großmutterzelle, sondern jeder Gedanke, den ich habe, geht mit einem unverwechselbaren Muster der Hirnaktivität einher. Und damit, wenn wir Computern beibringen, diese Muster zu erkennen, können wir dann auch zu einem gewissen Grad feststellen, was eine Person gerade denkt.